Hallo, ich bin Joe, die führende Stimme für KI-generierte Inhalte auf YouTube. Und hier sind weitere Neuigkeiten. Die Autoren mehrerer Berichte haben unabhängig voneinander einen Trend entdeckt, bei dem bösartige Akteure Malware über Links in YouTube-Beschreibungen und Kommentaren verbreiten. Die Links wurden unter den Videos prominenter YouTube-Inhaltsersteller gepostet und infizierten den Computer des Opfers mit einem Virus. Das Video enthält in der Regel ein Tutorial oder eine Anleitung zur Installation einer gekrackten Version einer Anwendung, wie ZB Adobe Acrobat. In der Beschreibung wird ein Link zum Herunterladen der raubkopierten Anwendung angegeben, angeblich zur Bequemlichkeit des Betrachters. Die heruntergeladene Datei wäre durch ein Passwort geschützt und würde eine echte Datei so gut wie möglich imitieren. Wenn Sie sie jedoch extrahieren und installieren, wird der Computer des Opfers mit einem Infostealer infiziert, der Passwörter und andere Daten sammelt. Den Berichten zufolge wurden YouTube-Kanäle mit bis zu mehreren Millionen Abonnenten gefunden, die solche Dateien verbreiten. Die Kanäle wurden höchstwahrscheinlich kompromittiert und gekapert, genau wie die Kanäle, die zum Streamen von Tesla Kryptobetrug und anderen bösartigen Inhalten verwendet wurden. Die Bedrohung wurde von den Sicherheitsforschern von Fortinet und ASIC entdeckt und beschrieben. Ich empfehle Ihnen, einen Blick auf deren Berichte zu werfen, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten. Also ja, seien Sie bitte klug und verwenden Sie keine Links unter YouTube-Videos, um raubkopierte Inhalte herunterzuladen. Es sei denn, Sie wollen, dass jemand all Ihre Passwörter stiehlt. Das war's für heute, und wir sehen uns im nächsten Artikel wieder.